Nochmal gut durchgesetzt von Schürrle. Mit Tempo jetzt. Groß sucht Klose. Thiago Silva auf der Pirsch gegen Klose. Götze ist da. Gut mitgenommen. Elfmeter. Klasse Ballannahme von Groß. Klasse mitgenommen. Und dem Brasilianer blieb fast gar nichts anderes übrig. Er musste versuchen, daran zu kommen. Lucius da. Das ist kein Einfädeln, gar nichts. Das ist für meine Begriffe ganz klarer Strafstoß. Und das hat Kassai genau richtig gesehen. Lucio bis dahin Zweikampfsieger in allen Duellen, die er auszustehen hatte in diesem Spiel. Da kam er das erste Mal zu spät. Das Foul, der Strafstoß und jetzt das Duell Bastian Schweinsteiger gegen Julio César. Bayern gegen Inter oder Deutschland gegen Brasilien. 1:0, Schweinsteiger. Und das ist die lange verdiente Führung nach einer Stunde für die deutsche Mannschaft. Hier in der umgebauten Arena von Stuttgart. Und wenn es denn dann doch nur ein Elfmeter ist, so ist er doch aber auch sehr gut ausgeführt, ganz ohne Frage. Auch nicht umstritten insofern. Verdient die Führung Bastian Schweinsteiger. Der 27-Jährige freut sich hier über den Treffer in der 61. Minute. Und das gibt doch ein bisschen Luft. Lucio wird sich ärgern. Aber voraus... Gut gelöst von Lahm und Bart Stuber. Guter Doppelpass, klasse gespielt, Götze! Wow! Jawohl! 2:0! Klasse! So geht Fußball! Toller Spielzug, der mit Abstand beste in dieser Partie bisher. Groß, Klose, Götze, so kann man das machen. Und da sind auch die Brasilianer platt. Stark, wie der die Ruhe hat, an Julio César noch vorbeizukommen und dann auch noch die Präzision hat, den Ball aus diesem spitzen Winkel aus hohem Tempo noch im Tor unterzubringen. Das ist eine große Klasse. Und wir sprechen jetzt noch nicht von Messi, weil da ist er noch nicht, aber er ist auf dem Weg dahin und das bringt Spaß, dem Burschen zuzusehen, wie auch seinen anderen Mannschaftskameraden heute hier auf dem Platz, aber natürlich auch, wie wir das in der Saison bei den Dortmundern gesehen haben. Und der setzt dem Ganzen hier die Krone auf. 19 Jahre ist uns der erste Platz da auch nicht mehr zu nehmen und das sollte ja möglich sein. Und da gibt der Elfmeter, Lahm gegen Dani Alves. Versucht da an den Ball zu kommen, um Dani Alves herum. Und Schweinsteiger versucht das zu erklären. Der Ball nicht ideal angenommen. Absolut korrekt die Entscheidung, so bitter das auch ist. Aus Sicht von Philipp Lahm. Hier der leichte Stockfehler. Dani Alves setzt ihn unter Druck. Und dann kommt das Tackling. Ich spiele den Ball. Nein, spielst du nicht. Doch. Robinho wird es machen. Die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Vier Elfmeter haben die Brasilianer zuletzt verschossen. Gegen Paraguay macht er es besser. Das große Thema, Robinho macht es ganz cool gegen Manuel Neuer.
2:1. Das war die Reaktion der Brasilianer. Robinho und das 2:1 unter dem Applaus seines Trainers Mano Menezes. Groß. Oh, da kriegt fast Schweinsteiger noch die Chance. Flipper mit André Santos gespielt, da haken sie sich nach allen Regeln, der Kurz und Schürrle haut ihn rein, jawohl, 3:1. Der ist sowas von gnadenlos vor dem Tor, André Schürrle. Wenn der die Gelegenheit sieht und hat, dann macht er es aber klasse, wie sich Schweinsteiger vorher da durchgewuselt und gefürchtet hat. Der setzt der André Santos unter Druck und lässt nicht locker, lässt nicht nah. Kein Foulspiel. Klasse Vorarbeit. Und Schürrle macht es. Ja, den kann sich André Santos selber anstreichen. Gnadenlos vor dem Tor. André Schürrle zur Freude von Jogi Löw. Ja, da sieht man. Freundschaftsspiel, alles schön und gut. Der kriegt richtig Probleme hier, Menezes. Aber Jogi Löw offensichtlich auch voller Anspannung. Wie häufig passiert heute. Ganz so. Neymar. Und da ist der Abschlusstreffer. Das ist die Ergebniskosmetik. Und es ist die beste Aktion von Neymar in diesem Spiel, in der Nachspielzeit. 3:2, kein Abseits. Der Pass von Ganso in die Tiefe hinein für Fred und dann kommt der Ball zu Neymar. Kann da an Boateng vorbei zum Schuss kommen. Es trübt es jetzt. Manuel Neuer dürfte den letzten Pass in diesem Spiel in die gegnerische Hälfte schlagen. Deutschland schlägt Brasilien 3:2. Der Glückwunsch von Menezes an Joachim Löw, an seine Mannschaft, die einen weiteren Schritt gemacht hat, die schon immer in den letzten Jahren ja sehr respektiert war durch die Art, wie sie spielt. Aber das ist eben auch verfeinert worden. Und jetzt gibt es einen weiteren Schritt dahin. Alle die, die auch reingekommen sind, wie zum Beispiel Schürrle, auch Klose, gut gespielt. Und das zeigt ja so ein bisschen, auf welchem breiten Leistungsniveau die deutsche Mannschaft steht. Die ersten 11, die waren schon gut. Man will eigentlich niemanden herausheben, aber wenn man sich Götze anguckt, ist das eben doch schon nochmal einfach toll, den Burschen zu sehen, wie der hier die Mannschaft nicht aufgemischt hat und Brasilien auch nicht aufgemischt hat. Das kann man vielleicht noch nicht sagen, aber mit tollen Ideen und überraschend einfach so ein Spiel beeinflussen kann. Und es war auch mutig von Joachim Löw zu sagen, pass auf, wir spielen hier mal anders heute. 4-1, 4-1. Ich bringe eine ganze Reihe Offensivleute mit Groß, mit Götze, mit Müller, mit Podolski. Vorne drin mein Sturm, das ist doch sowieso klar. Und Schweinsteiger, der schiebt das alles von hinten an. Dieses Konzept ist aufgegangen. Und diesen Mut, den muss man natürlich auch erstmal haben. Ich höre, wir haben schon einen Interviewgast. Bei Jürgen Bergener steht Bastian Schweinsteiger.